Beim Schauen dieses Videos werden Sie erstaunt sein, denn die Türkei hat zwar 2022 ein einheimisches Elektroauto gebaut. Aber Erfahrungen mit Elektroautos sammelte die Türkei bereits 1888 im Osmanischen Reich. Der Sultan testete eines der ersten Elektrofahrzeuge. Seither hat sich in der Türkei viel in der Automobilindustrie getan. Jedes vierte Auto, welches heute auf europäischen Straßen fährt, wurde in der Türkei produziert. Dieses Jahr wurde die Automobilfabrik für das türkische Elektroauto der Marke TOG eröffnet und macht bald den Weltmarken Konkurrenz. Eines der ersten Elektroautos wurde im Jahr 1837 vom Engländer Robert Davidson designt. Es wird angenommen, dass der türkische Sultan Abdulhamid Khan das Elektrofahrzeug in Auftrag gegeben hatte. 1888 konnte er damit eine Testfahrt machen. Auch nach der Gründung der Republik Türkei 1923 gab es einige Automobilprojekte. Bereits im Jahr 1961 wurde von der Regierung das einheimische, also türkische Auto, Devrim lanciert, welches aber damals aufgrund von undemokratischen Regierungsputschs nie zum Durchbruch gelangte. Grund war der ständige Regierungswechsel fast alle 10 Jahre durch das Militär. Dies führte immer wieder zu anhaltenden Wirtschaftskrisen. Dennoch gab es in der Türkei immer wieder Versuche, eine Automarke zum Erfolg zu bringen. Erst die AKP-Regierung entmachtet das Militär und somit die undemokratische Opposition und stärkte die Volksherrschaft, indem die direkte Demokratie mit dem Präsidialsystem eingeführt wurde. Seither wählt das Volk den Präsidenten und die 600 Abgeordneten selbst an der Urne. So haben türkische Bürger heute die Herrschaft über die Politik im Land. Seit 2006 ist die türkische Automobilindustrie daher führend in der Exportwirtschaft. Die Türkei ist 2021 mit einer Produktion von 1,3 Millionen Automobilen und 6.750 hochleistungsfähigen exportierenden Betrieben europaweit der viertgrößte Automobilhersteller. Rund 80% der türkischen Exporte gehen in die Europäische Union. Die türkische Automobilindustrie hat ihre Innovationsfähigkeit mehrmals unter Beweis gestellt. Im Jahr 2015 haben türkische Ingenieure den Fiat Egea entwickelt. Dieses Auto wurde zu Europas Auto des Jahres 2016 gewählt. Auch Traktoren, Lkw, Busse sowie Fahrzeuge für die Verteidigungsindustrie werden von türkischen Ingenieuren entwickelt und produziert. Auf dem Markt erhältlich gibt es einen autonom fahrenden Elektrobus der Marke Karsan. Auch ein türkischer Elektrotraktor kann in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Zuletzt war die Türkei auch mit der Entwicklung und Produktion des Elektroautos der Marke TOG erfolgreich. Das Auto rollt seit 2022 vom Band. In der Türkei werden seit mehreren Jahren Autos der Marken Fiat, Ford, Toyota, Hyundai, Renault, Citroën, Jeep und andere produziert. Darunter auch Hybrid- und Elektroautos. Es gibt in der Türkei auch einheimische Automarken und Teileproduzenten. Türkische Zulieferer sind mit ihren elektronischen Komponenten weltweit führend, versorgen globale Marken wie Mercedes, Audi und BMW mit hochtechnologischen Teilen. Damit schaut die Türkei auf mehr als 130 Jahre Erfahrung mit Elektroautos und einer starken Automobilindustrie in die Zukunft.